Hi, wo bin ich hier eigentlich? K.I.S. Kanal, Intro, Serie. Und damit herzlich willkommen, wie schon erwähnt, zur neuen K.I.S.-Folge. Ich glaube, ihr versteht mich jetzt so nicht so ganz so geil, würde ich mal behaupten. Ich glaube, ich nehme die Maske mal ab. Ja, schön Safety hier in the Corona-Zeit. Fangen wir mal an, würde ich sagen. Ich habe mir mal wieder so ein paar Notizen rausgeschrieben, die gehe ich jetzt nach und nach durch. Folgende Videos und Podcasts sind seit der letzten KIS-Folge herausgekommen. Momentan bin ich bei über 16 TDP The Try Podcast, der trockene Podcast-Folgen. Tendenz weiter steigend, richtig geil. Einfach mal reinhören, ist so simpel und easy. Gibt's auf Spotify, gibt's auf iTunes, gibt's auf Deezer, gibt's auf Audible, gibt's überall, wo man Podcasts abonnieren kann. Schauen wir doch mal genauer, was für Videos rausgekommen sind. Wie gesagt, die ganzen Podcasts ist schön beziffert. Geht halt in alle möglichen Nerd-Richtungen. Was kann man da sagen? Pen and Paper, habe ich was. Die Software Boing. Sehr viel Interessantes. Ach, könnte man noch lang drüber reden. Was gab es sonst noch so für Videos, die jetzt nichts mit Podcasting zu tun haben? Da hätten wir They Are Billions. Das ist hier unten. Das sind 4 Videos. Kleines LP. Dann gibt es 3 weitere kleine LPs von Indie Games. Das wäre hier Genital Juicing. Sehr pervers das Spiel, aber empfehlenswert und auch gut Koop möglich. Ich glaube bis zu 4 Spieler oder sowas. Keine Ahnung. Children of Mortal sieht echt geil aus in seiner Pixelgrafik. Wirklich. Secret of Queen Dea. Auch ein geiles Spiel. Hat mehr was so in Richtung Zelda. Ja, genau. Dann kam noch 2 Reactions-Videos von mir raus, wo ich reagiert habe auf Videos. Zum einen, dass ich weiß, die sind ziemlich lang geworden, die Videos. So Reactions werden immer längerer und erst recht, wenn ich rede. Das Crazy Pet reagiert auf Montanas reagiert Video von Bibis Luxushaus. Ich weiß nicht, ich kann das nicht schon nachmachen, dieses Smile. Dann finde ich aber auch richtig gut gemacht, ich habe auch auf was anderes reagiert. Crazy Pat reagiert auf Montana Black, ich zeige euch meine heftiges Haus Teil 3. Da geht's um seinen Zockerraum und so, und da habe ich mal den technischen Aspekt genau beleuchtet. Ja, das finde ich sehr gut. Ich müsste das eigentlich vielleicht doch noch in den Titel schreiben, sonst denkt da jeder Spast reagiert da drauf. Sonst kamen keine weiteren Videos raus. Ich habe mich halt mehr auf die Podcasts konzentriert, ja. Gehen wir zurück zur Übersicht, denn es hat sich ja noch was ganz anderes verändert. Nämlich das Hintergrundbild von meinem YouTube-Kanal und das Profilbild. Das hat sich natürlich auch über all meine anderen Social-Media-Kanäle vereinheitlicht, habe ich das jetzt. Es sieht richtig gut aus. Es ist nicht mehr so unaufgeräumt wie vorher mit alles, was so reingetutscht wurde, ja. Es ist viel aufgeräumter hier, ja. Richtig clean, hat was, ja. Mein Profil sieht man jetzt quasi auch mein Face quasi. Und leicht im Hintergrund sieht man jetzt auch das alte Logo noch. Das ist dann noch so leicht übergangsmäßig oder halt überlagernd. Das ist das richtige Wort, überlagernd drüber. Das gibt den Ganzen auch nochmal einen geilen Style. Das Einzige, wenn man sich jetzt hier so scroll, ja, mein YouTube-Kanal, die Oberfläche hier so anschaut, ja, der Kanal-Trailer ist noch aus dem Jahr 2015. Den werde ich irgendwann mal aktualisieren. Das wäre das Nächste, was man hier mal so schöner machen könnte, ja. Wie schaut's denn jetzt mit kommenden Videos aus in der nächsten Zeit? Natürlich wird es weiterhin, ja, schon relativ viele Podcasts noch geben. Darauf möchte ich mich jetzt vorläufig fokussieren. Was demnächst auch noch kommen wird, sind ein paar LPs. Da muss ich noch schauen, wie ich es genau machen werde. Auf jeden Fall One-Taker, also nichts Längeres, nichts Größeres, kein größeres Projekt. Einfach nur mal so ein bisschen Unterhaltung. Mehr Videos für den YouTube-Kanal könnte und würde ich auch erst machen, wenn ich bald in diesem Jahr 2021 mir irgendwann meinen neuen schönen Tower-PC zusammenbauen werde. Aber wenn der fertig wäre, würde ich mich dann tatsächlich mal eher ein privates, sehr großes Projekt endlich, wirklich endlich mal dran setzen, ja? An Crazy 5 Clips. Oh ja. Oh ja, ich denke mal, das wird jetzt mal echt Zeit, dass das Riesending mal fertiggestellt wird, ja? Crazy 5 Clips wird aber sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Muss ich schauen, ob ich dann noch weitere Projekte eventuell aus dem noch kommenden Schneidprojektordner nehmen kann oder nicht.
Das hängt jetzt nicht nur von meiner zeitlichen Art und Weise ab. Normale Arbeit, Podcasting, Crazy Five Clips, der noch zu kommen Schneiderordner. Nein. Ein ganz wichtiger Punkt muss hier auch nochmal erwähnt werden. Und das ist Artikel 13 Uploadfilter, der dieses Jahr noch in irgendeiner Art und Weise kommen wird. Ein paar Projekte von mir könnten dann eventuell nicht mehr möglich sein. Ich bin mir jetzt echt unsicher, ob ich mich jetzt mit Druck um einen da noch dran setzen soll, um jetzt zumindest ein Video in irgendeiner kleinen Variante noch rauszuhauen, ja, solange es noch geht. Ich weiß es echt gesagt nicht. Nee, also ich weiß es echt nicht. Kommt drauf an, ja, wie eine Work-Life-Balance gerade so ist, ob ich Bock drauf habe oder ob ich keinen Bock drauf habe, ja. Lasst euch einfach mal überraschen. Ich mache, wie gesagt, und wie immer wieder auch letztens erwähnt, auch durch meine Jahrpause und so, ich mache weiter Videos, so wie mir es gefällt, nach meinem Zeitplan, nach meiner Lust und Laune Stimmung, ohne irgendwelchen Druck, ohne irgendwelchen Stress, ja. Und was mir letztens noch so aufgefallen ist oder auch eingefallen ist, es macht mehr Sinn, in ein Projekt oder in ein Video 80 anstelle 100% zu investieren. Entschuldigung, da gibt's irgendwie so ein bekanntes Wort oder so ein Merksatz, der einem im Leben viel hilft. Wenn man halt quasi mit 80% Aufwand seine Arbeit fertig kriegt, sie ist gut fertig, aber sie ist nicht perfekt fertig, ja. Und so würde ich es jetzt quasi auch in Folge oder in der nächsten Zeit auch bei meinen Videos machen, denn ja, Aufrufezahlen, Abonnentenzahlen, Kommentare, ist ja nicht so ganz so geil gegeben, ja. Also, wenn das um Welten mehr wäre, dann würde ich da natürlich noch ein bisschen mehr Arbeit investieren, aber so sehe ich das ganz ehrlich gesagt nicht ein. Da mache ich es gediegen, weiter und so, wie es mir gefällt. Mann. Also, brennen tut's hier nicht, nee, ist nur die Nebelmaschine als kleines Easter Egg. Im Großen und Ganzen war es das gewesen. Die wichtigsten Informationen habe ich euch gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss und bis denne.